das Märchen vom Rotkäppli und vom bösen Wolf. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das Mädchen hat jeden Tag immer das gleiche rote Käppli an. Und darum haben ihm alle nur Rotkäppli gesehen. Eines Tages hat die Mutter vom Rotkäppli ein Körbli mit Kuchen und Wein bepackt und zum Rotkäppli gesagt: Komm, bring das deiner Großmutter. Sie ist krank und schwach. Das wird sie stärken. Aber versprich mir, Rotkäppli, dass du immer auf dem Weg bleibst. Großmutter wohnt tief im Wald und wenn du vom Weg abkommst, zerbrichst du nur das ganze Glas. Ja, sicher, Mami. Ich werde das schon gut machen, hat das Rotkäppli gemeint und hat sich auf den Weg gemacht. Als das Rotkäppli auf dem Waldweg gelaufen ist, ist ihm plötzlich der Wolf begegnet. Das Rotkäppli hat nicht gewusst, dass der Wolf ein böses Tier ist und hat darum auch keine Angst vor ihm gehabt. Guten Tag, Rotkäppli. Woher denn so früh am Morgen ganz alleine? Guten Morgen. Ich gehe zu der Großmutter und bringe ihr Kuchen und Wein. Sie ist krank und schwach. Das wird sie stärken. Oh, zu deiner Großmutter. Wo wohnt deine Großmutter, Rotkäppli? Noch etwa 4 Stunden weiter im Wald, unter den 3 grossen Eichenbäumen. Der Wolf ist noch ein Weilchen neben dem Rotkäppli weitergelaufen und hat sich gedacht, das wäre jetzt eine fette Beute. Zuerst die alte und dann noch das junge, zarte Ding. Ich muss das nur schlau anstellen, damit ich mir beide schnappen kann. Also hat der Wolf zum Rotkäppli gesagt, ach Rotkäppli, du laufst ja, als gingest du in die Schule. Schau doch mal um. Siehst du nicht die wunderschönen Blumen? Und wie schön, dass die Vögel zwitschern. Das Rotkäppli ist stehen geblieben und hat festgestellt, du hast recht, da hat es ja so schöne Blumen. Großmutter hat sicher Freude, wenn ich ihr einen schönen Strauß mitbringe. Und schon ist das Rotkäppli vom Weg abgegangen und hat die allerschönsten Blumen für ihren Blumenstrauß gesucht. Während das Rotkäppli Blumen gepflückt hat, ist der Wolf auf direktem Weg zum Haus der Großmutter. Er hat an die Tür geklopft und gesagt: Da ist das Rotkäppli. Ich bringe dir Kuchen und Wein. Komm einfach rein. Ich bin schwach, um selber die Türen aufzutun, hat die Großmutter gemeint. Und dann ist alles blitzschnell gegangen. Der Wolf hat die Tür fallen gedrückt, ist ohne ein Wort zu der Großmutter ans Bett und hat sie auf einmal verschluckt. Dann hat er geschwind ihr Nachthömmli und ihr Häubli angelegt und ist in ihr Bett gelegen. In der Zwischenzeit hat das Rotkäppli so viele Blumen gesammelt, dass sie sie fast nicht mehr alle tragen konnte. Darum ist sie zurück auf den Weg und zu der Großmutter gelaufen. Beim Haus der Großmutter angekommen, hat sich das Rotkäppli gewundert, warum das Türe zum Haus offen steht. Wo denn das Rotkäppli in die Stube hineingegangen ist, war ihm gar nicht wohl. Und auch aufs Guten Morgen hat das Rotkäppli keine Antwort bekommen. Irgendetwas ist da komisch, hat das Rotkäppli gedacht. Sie hat ihr Körbli abgestellt und ist zum Bett der Großmutter schauen. Die Großmutter hat ihre Haube tief ins Gesicht gezogen und irgendwie ganz komisch ausgesehen. Dann hat das Rotkäppli gesagt: Ei, Großmutter, was hast du für grosse Augen? Dass ich dich besser sehe. Ei, Großmutter, was hast du für grosse Hände? Dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich grosses Maul, dass ich dich besser fressen kann? Kaum hat der Wolf das gesagt, ist er in einem Satz aus dem Bett gekumpelt und hat das arme Rotkäppli auf einmal verschlungen. Der Wolf hat somit seinen Appetit gestillt, hat Müdigkeit verspürt, sich wieder ins Bett von der Großmutter gelegt und überlaut angefangen zu schnarchen.
Später am Tag ist der Jäger am Haus der Großmutter vorbeigekommen. Er hat schon von weitem das laute Schnarchen gehört und er denkt, der Großmutter gehe es nicht gut und er müsse schauen. Wo der Jäger dann aber vor dem Bett der Großmutter gestanden ist, sieht er nicht die Großmutter, sondern den Wolf. Ha! Jetzt finde ich dich da, du alter Sünder. Da kommst du mir jetzt nicht mehr davon. Der Jäger hat schon sein Gewehr auf den Wolf richten. Da kommt ihm in den Sinn, der Wolf könnte ja die Großmutter verschluckt haben. Und die könnte in seinem Bauch noch leben. Also hat er sein Gewehr wieder weggelegt und dafür eine Schere geholt. Mit der hat er dann vorsichtig angefangen, den Bauch vom schlafenden Wolf aufzuschneiden. Es ist nicht lang gegangen, da sind schon das Rotkäppchen und Großmutter lebendig aus dem Wolfsbauch rausgekrochen. Die arme Großmutter hat kaum schnaufen, so schwach war sie. Das Rotkäppchen hat Stein geholt, um den Bauch vom Wolf zu füllen. Und als der Wolf aufgewacht ist und wollte fortspringen, sind die Steine in seinem Bauch so schwer, dass er gerade tot umgekehrt ist. Und so sind alle wieder glücklich. Der Jäger hat den bösen Wolf aus dem Weg geschafft. Die Großmutter hat sich mit dem Kuchen und dem Wein vom Rotkäppchen stärken. Und das Rotkäppchen ist still in der Stube der Großmutter gehockt und hat zum Fenster rausgeschaut und hat sich gedacht, nie mehr in meinem ganzen Leben werde ich alleine vom Weg abgehen, wenn mir doch das Mami verboten hat.